bei den meisten Fachwerkhäusern ist das so. Und die sind sehr. Zum Folklorefest 2023 war auch eine große Abordnung des Fachbereichs Taucherdienst und des Taucherschulboots Jüst beim Einsatzausbildungszentrum Schadensabwehr Marine in Neustadt-Holstein zu Gast in Bitburg. Den Soldaten und Marinern wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Nach der feierlichen Eröffnung am Donnerstag ging es am Freitag zu einem Tagesausflug in die Altstadt nach Bernkastel an der Mosel. Durch die Innenstadt ging es dann steil nach oben zur Burg Landstuhl. Oh nein. Bei den sommerlichen Temperaturen haben sich einige die kühle Brise der Ostsee gewünscht. Aber die Eifel und der Hunsrück sind für Tagesausflüge nichts für zart beseitete Gemüter. Und so wurde auf halber Höhe in den Weinbergen eine kleine Rast eingelegt. Und das herrliche Panorama mit Bernkastel und der Mosel wusste zu beeindrucken. Die restlichen Höhenmeter zur Burg Landshut waren dann aber schnell geschafft und von den Zinnen einer mittelalterlichen Burg waren die Strapazen des Aufstiegs schnell vergessen. Hannes verkauft worden. Aber die sind nicht dicht. Weiter ging es dann zum Kloster Macher. Dieses touristische Angebot an der Mosel und zu Füßen des Hochmoselübergangs ist für Besucher ein absolutes Muss. Die idyllische Lage zwischen den Weinbergen und der Eifelseite und den Weinbergen auf der Hunsrückseite lädt ein zum Entspannen. Und den Hunger kann man hier auch sehr gut bekämpfen. Am nächsten Tag ging es an den Stausee Bitburg in Biersdorf am See. Hier wurde der künstlich angelegte See einmal umrundet. Auf einem Wanderweg mitten durch die Eifelwälder konnte man sich herrlich entspannen. Zurzeit ist durch die warme Witterung allerdings eine Blaualge auf der Seeoberfläche zu sehen. Daher ist Baden oder den Hund ins Wasser schicken nicht ratsam. Auch die derzeitige Situation mit dem Dorint-Hotel ist eine absolute Unmöglichkeit. Hier wurde durch offensichtliches Missmanagement ein bedeutendes touristisches Angebot mutwillig kaputt gemacht. Ab zur Kinderanimation. Am Uferrundweg kann man auch sehr schön Gesteinsformationen erkennen. Zum Abschluss ging es nach Oberweiler
zum Landtagsabgeordneten Nico Steinbach, welcher auch Ortsbürgermeister dieser kleinen Gemeinde ist, die er uns dann vorstellte. Marinekameradschaft Bitburg und Holstein, beziehungsweise Neustadt, großrichtig. Und natürlich ist das immer schon ein Stück weit auch beobachtet worden, wie diese Kameradschaft, die ja jetzt schon 3 Jahrzehnte andauert, immer jedes Jahr zum Grenzantreffen, sagen wir hier vor Ort, aber eigentlich offiziell heißt es Folklorefest. Früher, der erste Name von diesem Festwochenende war Grenzantreffen in Bitburg. Das entstand so ein bisschen dann mit den Nachbarländern, Belgien, Luxemburg, Frankreich und ist dann ja noch internationaler geworden. Und aber dass ihr in den letzten Jahren noch immer ständig da seid, das fällt auf, das fällt im positiven Sinne auf und zeigt, dass die Kameradschaft auch gelebt wird. Und ja, wir hatten einfach die Idee, dass wir am Abend eures Rahmenprogramms, ihr bleibt am Abend wahrscheinlich wieder beim Fest dabei, beim Einzug der Nationen, auch einfach mal etwas kennenlernen, was für die Eifel typisch ist. Nämlich nicht nur die Stadt Bitburg zu kennen, die ja auch noch ein, wenn man es jetzt mal städtisch oder städtevergleich sehen würde, eine Kleinstadt ist, ich würde dazu sagen, da wird nicht despektierlich gemeint, aber es geht halt noch wesentlich kleiner. Wir haben eine ganz besondere kommunale Struktur in Rheinland-Pfalz. Das bedeutet nämlich, dass die Dörfer, dass die Gemeinden rechtlich selbstständig sind. Also wir hier in Oberweile haben 180 Einwohner, da lacht man vielleicht andererorts drüber, also sagt, wir haben einen Ortsbürgermeister, wir haben einen Gemeinderat und die Dinge der örtlichen Zuständigkeit werden grundsätzlich auch hier geregelt, außer die Dinge, wo wir dann tatsächlich zu klein sind. Für diese Dinge haben wir gemeinschaftlich, die Ortsgemeinden um Bitburg herum, eine gemeinsame Verwaltung, die nennen wir Verbandsgemeinde, die Dinge dann macht, wie Meldeamt, Standesamt, Buchhaltung, also alles das, was man sich so vorstellt, Bauamt, wo man dann doch selbst zu klein wäre, weil ich kann nicht auch noch Pässe ausstellen und Trauungen vornehmen und die ganze Buchhaltung machen, Steuern verwalten. Aber das ist trotzdem etwas ganz Besonderes in Rheinland-Pfalz. Natürlich ist diese Größe 180 Einwohner natürlich jetzt auch wirklich dann schon am unteren Limit. Es gibt auch Ortsgemeinden natürlich mit mehreren tausend Einwohnern. Das ist von bis eine sehr große Bandbreite, aber es ist etwas Besonderes. Also wir entscheiden hier wirklich selbst über die Hebesätze der Gemeindesteuern. Wir entscheiden selbst, welche Straße ausgebaut wird. Wir entscheiden selbst, wie der Friedhof aussieht. Wir entscheiden selbst, wie der Spielplatz aussieht. Die Straße, habe ich gerade gesagt, wie es ausgebaut wird. Wir haben einen eigenen Forstbetrieb, wir haben 2 Yachtgenossenschaften, wir haben hier mit dem Gemeindehaus quasi einen Ortsmittelpunkt und. Das ist natürlich, trotz dass es ein Ehrenamt ist, schon immer auch eine Herausforderung. Und wichtig ist, habe ich gerade auch gesagt, ihr habt ja auch ein Gemeinderatsmitglied unter euch, dass man natürlich nicht nur baut und in Infrastruktur investiert, das ist schon wichtig, aber dass man auch für das Miteinander in so einer Gemeinde was tut. Und da haben wir wirklich auch aktive Leute, einen Arbeitskreis, der sich um die Dorfgemeinschaft kümmert. Dieses Frühstück, Wandern, Adventsfenster und was man alles, vieles mehr, was noch gemacht wird, damit jung und alt auch zusammenkommen. Weil heutzutage, also bei uns in der Region ist es so, früher gab es in jedem Dorf ein Gasthaus. Die Tradition ist leider ausgelaufen, fast ausgestorben. Es gibt zwar noch positive Ausnahmen, auch in noch nördlichen Nachbargemeinden wie in Lampertsberg oder Bülstadt, wo es ganz tolle Gasthäuser gibt, aber es sind tatsächlich positive Ausnahmen und deswegen muss man was tun, dass die Leute zusammenkommen und zum Beispiel dieser Dorftreff, der auch da gezeigt wurde, wir machen einmal im Monat eine Dorfkneipe mit einem wechselnden Wirt. Ja, so und ansonsten würde ich sagen, unterhalten wir uns noch ein bisschen über die Dinge, die euch interessieren. Aber wichtig ist, dass man auch sagt, eine kleine Einheit kann auch viel machen, wenn man die Leute hat, die sagen, wir sind diejenigen, die dann auch gestalten müssen. Das ist klar, wenn man in der Gemeinde wartet, dass von oben irgendwas kommt, dann wartet man lange. Aber man kriegt aber die Unterstützung, wenn man gute Ideen hat. So.
Tschüss. Ja, noch mal. Familienalbum. Ja,